Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von V-Rising. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch in diesem Video auf jeden Fall gute Unterhaltung und viel Spaß. So, unser heutiges Ziel ist Merivyn, die Elementaristin. Ich bin gespannt, jetzt geht es schon wieder los. Ich bin gespannt, ob wir sie schaffen. Ich habe mir da diesbezüglich ein kleines Video mal angeguckt, nur mal um zu gucken, um zu schauen, was sie so macht. Sie kann recht viel und wir versuchen es einfach, würde ich sagen. Und dann bin ich gespannt, was wir neben dem imperialen Faden, den wir dann herstellen können, was wir an Kraft von ihr bekommen. Ich hoffe, dass diese alte gute Dame diesmal bitte nicht im verfluchten Wald ist. Ich glaube, dass sie hier irgendwo ist. Zumindest wurde von einem Hain gesprochen. Ach mein Gott, muss ja vorlesen. Was ist denn mit mir los? Merivyn, die Elementaristin, eine gefährliche Zauberwirkerin im Einklang mit den vergänglichen Qualitäten der Natur. Merivyn spricht zu den Winden, die nach Veränderung, Chaos und Zerstörung flüstern. Sie scheint jedoch damit zufrieden zu sein, nur diejenigen zu massakrieren, die ihrem Hain zu nahe kommen. Ja, das schauen wir uns an. Es ist hervorragend, die Nacht bricht gleich ein. Und wir werden auf jeden Fall wieder mit unserer Sense spielen, auf jeden Fall mit der Seelensense des Generals, trotz niedrigerem Item-Level. Das ist egal, wir nehmen immer die Perks mit, die uns diese Waffe einfach einzigartig bietet. Und ich setze diesmal auf ein anderes Schild, nicht auf den Wall der Verdammten, sondern auf die Chaosbarriere, aus dem Grund, weil ich weiß, dass die Merivyn und Zauber auf den Hals schicken wird und wir deshalb die Chaosbarriere nutzen, um den Schaden auf sie zurückzuwerfen. Ich bin mal gespannt, ob es uns gelingt. Jetzt schauen wir erstmal, wo diese Dame denn ist. Amberleaf Hain, das ist ein Hain. Ist die etwa hier? Das wäre ja schön, da müssen wir gar nicht so weit. Ja, ich glaube, die ist da. Wir schauen mal. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Ich habe mir wieder meine Heiltränke eingepackt und ja, dieses Blutrosengebräu einfach noch zusätzlich. Genauso wie auch Gebräu der Wildheit, verzaubertes Gebräu, Standard. Bin leider von meinem Bluttrank immer noch auf dem doch sehr schlechten Level. Aber ich denke, dass wir es hoffentlich trotzdem schaffen. Ja, ihr seht hier oben eine Leiche von mir. Ich schaue jetzt gerade mal. Hier oben. 29 Minuten lebt sie noch, die Leiche. Oder der Vorrat vielmehr. Aber das werde ich ignorieren, weil ich habe die blöde Kröte jetzt dreimal versucht und ich habe es dreimal nicht geschafft. Und deshalb verzichte ich auf meinen Leichnam. So gutes Zeug hatte ich jetzt eh nicht. Aber die Kröte ist nicht zu unterschätzen. Aber ich habe es noch nicht so richtig raus, wie ich die platt machen soll. Vielleicht mache ich es auf einem höheren Level. Es wäre letztendlich eh bloß eine neue Vampirform, die wir bekommen, dass wir uns dann eben in eine Kröte verwandeln können. Den Sinn habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil ich meine, wir mit Wolf und Ratte sind wir doch eigentlich recht gut bedient. Aber wie gesagt, kann mich auch täuschen. Jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal die Magierin, die Elementaristin. Und dann machen wir die Kröte einfach ein anderes Mal. So. Vielleicht können wir uns hier irgendwo noch ein besseres Blut holen. So.
sagt hier lang. Hier lang. Kommen wir da irgendwo mal rum. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen abkürzen. Ansonsten werde ich mir in Zukunft eine neue Skillung aneignen. Und zwar werde ich den Schild versuchen komplett wegzulassen und setze stattdessen auf die Blutspule, weil wir da einfach drei Aufladungen haben und somit im Grunde auch ja magischen Schaden verursachen. Und dann hätten wir einfach durch die Chaos, durch die Chaos-Salve, wo wir ohnehin zwei Aufladungen haben und dann nochmal drei Aufladungen durch die Blutspule. Was mache ich denn eigentlich hier? Schmarrn mache ich. Hätten wir dann einfach fünf Zauberschadensprojektile, die wir auf den Feind eben loslassen. Und weil ich werde definitiv im Fernkampf bleiben, solange es mir möglich ist und wir nicht gezwungen sind, im Nahkampf einen Gegner auszuschalten, werde ich auf jeden Fall im Fernkampf bleiben, weil mir der einfach mehr liegt als der Nahkampf. So, wir wollen uns auf jeden Fall in Rattenform dann mal ihren Hain angucken, ob es da auch genügend Schattenflächen irgendwie gibt, die wir nutzen können, wenn die Sonne hereinbricht. Wir müssen mal gucken, wie wir da hinkommen. Okay, ich muss die nächste übernächste Abzweigung müssen wir rechts, glaube ich. Auf jeden Fall ist das eine Wohltat, dass jetzt mal der Gegner nicht irgendwo in einem verfluchten Wald ist, sondern auf freier Fläche. So soll es sein. So, was haben wir hier? Vielleicht kann ich mir doch noch irgendwo ein bisschen besseres Blut holen, aber nicht von einem Milizarmbrustler und auch nicht von einem Bombenwerfer. Haben wir da noch eine magische Einheit? Boah, ist bei euch auch so warm? Ich verreck hier, Halbert. Gefühlte 40 Grad in meinem Büro. Unfassbar. Gerade, dass ich an der Maus nicht festklebe. So, was haben wir denn hier? Sieht man da schon was? Nein, da haben wir einen Hirsch. Ist die hier? Ich glaube, ja. So, da haben wir Schatten. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Ja, ich glaube hier. Oh ja, da ist sie. Okay. So, mal kurz gucken. Wir haben, hier ist relativ viel Fläche. Hier haben wir Schatten. Vielleicht schaffen wir es ja. 64, wow, okay. Alles klar, also ich muss mir C unbedingt den Schild. Das verstaubt hier. Geht ja gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, los geht's. Ich mach dich jetzt platt, blöde Kuh. I am the fire that will cleanse Vardor. Beginning with you. Wow. Wow. Okay. Frisst mich nicht. Wow, das sieht ja cool aus. Hey, noch ist das möglich. Wow. Ah.
Oh, das war gut. Das. Oh, verdammt. Jetzt ist ja zweimal da. Ah! Oh, scheiße. Also irgendwie stelle ich mich aber auch selten dämlich an. Ich bin gleich tot. Und hier los schon wieder. Back to hell with you. Okay, die habe ich platt. Mann, oh Mann, oh Mann. Was macht sie jetzt? Mann, nicht jetzt stehen bleiben. Oh, scheiße. Nein! Zu früh. Wow. Gott, Gott, habe ich Glück hier. Mach! Auf dich drauf. Oh nein, ernsthaft? Ich habe nicht auf unser Leben geachtet. Okay, aber die schaffen wir. Das ist nicht so schwer. Ich habe mich nur total dämlich angestellt. Selber schuld? Nochmal. Selber schuld. Das, die ist nicht schwer. Die ist nicht schwer. Oh. Oh nee. Von so weit oben. Nee, das mache ich nicht. Geh ich hier hin. Und wir haben natürlich wieder mal unsere ultimative Fähigkeit nicht genutzt, weil wir zu doof sind, da richtig hinzugucken. Ich vergesse es einfach immer. Für mich, eigentlich könnte man die auch weglassen. Dann ist es doch mal eine Herausforderung. Lass mal doch die ultimative Fähigkeit einfach weg. Nachdem ich es eh nicht nutze. Es ist echt so dämlich. Warum nutze ich die nicht? Mir ein Mysterium. Es wäre so einfach, aber ich will es anscheinend schwer haben. Obwohl die nicht schwer ist. So, jetzt wird es gleich wieder Sonne. Super. Dann sehen wir auch mehr. So muss das sein. Okay, dass die sich aber einen Doppelgänger erstellt, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Oh. Mal gucken, ich gehe, glaube ich, gerade falsch. Ja, natürlich. Ja, ich bin jetzt völlig falsch. Dann gehen wir so. Und dann da unten wieder runter. Hui. So. Cool, jetzt haben wir schon zwei Leichen hier flacken. Alle guten Dinge sind drei. Drei Leichen? Nein, drei Leichen. Wir müssen es jetzt schaffen. Zerfließt hier sonst wie Erdnussbutter. Da habe ich keine Lust drauf. Es ist eh schon sauheiß. So, stopp. Wo geht's da runter? Haben wir Sonnenwiderstandsgebräu? Nö, ach nee, klar, können wir ja gar nicht haben. Ist ja bei unserer Leiche. So.
Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wo ihr gerade seid. Welchen Boss ihr gerade macht. Wenn ihr wollt. Alles kann, nichts muss. Ne, Moment. Stopp. Wenig Schatten. Gott, das war knapp. So, okay. Weiter rechts. Mal da eine gute Klasse. Ritter. Nö. Ah, obwohl Schurke. Schurke gibt uns doch Crit. Möglichkeit. Schauen wir mal. Oder Nahkampf-Crit. Ich bin mir gerade nicht sicher. Naja, Waffenangriffen. Ja, scheiße. Waffenangriffen. Nee, nur für Nahkampf. Ah, das ist ja doof. Schurke, Bombenwerfer, aber sonst keine andere Klasse? Nö, natürlich nicht. Es ist bald dunkel. So, mal gucken, wo ist denn unsere Leiche? Hier. Oh je, und da steht sie. Na, das ist ja ganz prima. Kommen wir da überhaupt hin? Ist das nah? Scheiße, ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Nicht bevor sie uns merkt. Bemerkt. Oh, schock mich hier. Mann. Kommst denn du auf einmal her? Ach, da kann man hochgehen, okay. So, ich warte jetzt hier noch ein bisschen. Ja. So, Chaosbarriere. Sollen wir das wirklich lassen oder wollen wir Wall der Verdammten machen? Dann haben wir die Skelette. Wir lassen das jetzt so. Hier runter kann man die nicht ziehen, oder? Kann man die hier runterziehen? Glaube ich nicht. So, komm, mach hin. Die
die ist schon sehr nah. Ich glaube nicht, dass wir das looten können, ohne dass sie uns bemerkt. Glaube ich nicht. Nee, mach das anders. Ich loote das und hau ab, weil ich muss mir die Tränke vorher erst einschmeißen. Darkness shrinks in the face of the light. Die sind wichtiger, die Tränke. Kommt die runter? Nö. Okay, Nahkampf haben wir eh nicht mehr jetzt. Ist wurscht. Nahkampfgebräu. Ah, soll ich das jetzt nehmen oder nicht? Ich glaube, ich nehme das. Zauberkraft ist wichtiger. Erhöhte Zauberkraft. 45,5. So, zweiter Versuch. Und meine blöde ultimative Fähigkeit nicht vergessen. Diesmal nicht. Give me the strength to incinerate the belt. Wölfe! Scheiße. Komm mal nochmal so ein Ding. Oh, jetzt trefft die nicht, mein Schild. Unfassbar. Meine Fresse. Oh. Oh. Hehehe. Hey, wieso hat er... Wow. Diesmal schafft man's. So, Servus. Nein, jetzt hat sie ein Schild an. Ich könnte kotzen. Das darf doch nicht wahr sein. So viel Pech kann man doch gar nicht haben. Ah! Trifft mich nicht. Komm, triff deine eigene Bössin. Jetzt hammer sie doch. Geht doch. Ja, beim dritten Mal klappt immer alles besser. So, extrahieren. Sehr schön. Super. Das ist das Schöne an Power Rising, dass die Bosse, ja, es ist eigentlich Segen und Fluch. Die Bosse sind unterschiedlich stark. Also so empfinde ich das zumindest. Aber es hat auch irgendwie seinen Reiz. Ja. So, hier haben wir, glaube ich, nur Sägeholz. Das brauchen wir alles nicht. Tierhaut, Tierhaut, Knochen. Haben wir noch eine Kiste? Glaube nicht. Was haben wir hier? Nee, das brauchen wir nicht. Haben wir auch nichts. Nee, hier haben wir nichts. So, wir schauen uns an, was wir von der Guten bekommen haben.
Blut haben wir nichts Neues. Unheilig. Auch nichts. Illusion. Nee, ich glaube nicht. Chaos. Frost. Wow, Frost haben wir bekommen. Ich glaub das hier. Kristalllanze. Das kenne ich alles. Das ist neu. Kristalllanze, ein schweres Projektil, das magischen Schaden verursacht und für 4 Sekunden einfriert. Ui, zersplittert beim Aufprall in kleinere Projektile, die 50% magischen Schaden und Kälte für so und so viele Sekunden, es ist schade, dass es nicht da steht, verursachen. Super. Sehr schön. So, wir gehen hier auf jeden Fall wieder erstmal auf unseren Wall der Verdammten. Beziehungsweise, nee, das tun wir nicht. Wir gehen hier mal auf die Blutspule, weil wir müssen langsam uns mit dieser Skillung vertraut machen. So, meine Lieben, dann schauen wir mal ganz kurz, was wir denn... Gut, dann wissen wir, es ist der imperiale Faden und genau. Und die Kristalllanze, die wir bekommen haben. Gut, dann geht's zurück zum Schloss. Zurück zum Schloss. So ist es. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet damit was anfangen. Wenn dem so ist, dann könnt ihr mir ja einen Kommentar hinterlassen, würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen schönen Feiertag, wenn ihr den Brückentag am Freitag habt. Einen wunderschönen Brückentag und ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr wollt. Definitiv morgen werde ich mir den nächsten Boss vornehmen und übermorgen und so weiter und so fort. Es gibt viel zu tun. Haut rein, habt Spaß, viel Spaß beim Zocken. Bis bald. Ich freue mich auf euch. Ciao.